Moin und ich nehme euch heute mal wieder mit zur Springstunde. Und zwar habe ich Alfie oder Putz-Alfie gerade. Ja, der saut sich auf der Wiese halt immer sehr doll ein, deswegen müssen wir ihn immer schrubben. Auf jeden Fall ist die Springstunde heute in der Vereinshalle und deswegen mussten wir ihn verladen und dann halt anhängen und dahin fahren erstmal. Also wir sind jetzt gerade angekommen und wir müssen jetzt erstmal Alf wieder runterholen, satteln, trensen und anderes. Also ich habe jetzt gerade fertig gemacht und ja, wir müssen halt hinten immer rein, weil vorne ist halt nur der Eingang, wo dann zum Beispiel wir Menschen durchgehen und hinten gibt es noch einen extra Eingang und da gehen wir jetzt erstmal hin. Ja, Mama hat mich ja gerade draufgeschmissen, aber leider haben wir die Lösungsphase nicht gemacht oder nicht gefilmt. Und deswegen sitze ich hier jetzt gerade schon aus und wir fangen dann jetzt auch schon an zu springen. Und halt unser erster Sprung, da war Alfie noch ziemlich glotzig und wir sind leider im falschen Galopp gelandet, aber man sollte es halt natürlich sofort wieder korrigieren. Wir haben neue Cavalettis bei uns an der Reithalle und ja, da sind wir dann jetzt auch zum ersten Mal drüber gegangen und Alfie fand die noch sehr interessant, hat dann sehr geglotzt. Aber das Kreuz war okay. Dann beim zweiten Mal war es schon besser, hat zwar auch beim zweiten immer noch seine Beinchen so komisch gehoben, aber das ist nicht schlimm. Und jetzt bei dem Kreuz, da hat es halt nicht so gepasst, weil wir hätten in die Distanz noch einen Galoppsprung mehr machen können.
aber ja, jetzt beim dritten Mal hat es halt genau gepasst und jetzt war ich total froh und ja. Ja, wir sind dann jetzt unseren ersten Parcours gekommen. Und zwar haben wir erst Cavalettis, dann das Kreuz, dann jetzt gleich ein Oxa. Jetzt. Und danach dann die Distanz mit der blauen Stange und mit der blauen Welle.